Hey ho, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3 mit Missouri. Hallo. Mahlzeit und hallo zusammen. Ja, und willkommen zurück, weil ich es noch nicht gesagt habe. Wo müssen wir eigentlich lang gerade? Da hinten müssen wir lang. Gehen wir mal. Oh, ich höre was. Wie? Hallo, Peter. Wann die überhaupt jetzt reden? Keine Ahnung, da kommen wir noch mehr. Ist das für ein Ekelvieh? Alter! Meine Güte! Ersatzteilebox. Was ist denn das? Enthält Ressourcen und seltene Teile. Und wie kann ich die aufmachen? Ich glaube, die öffnet ja automatisch. Nee, ich habe die im Inventar. Dann würde ich sagen, rechtsklick. Nee, ich habe die jetzt im Inventar drin. Egal. Vielleicht öffnet er sie doch automatisch. Kann man den immer setzen, den Bot? Nee, ich habe jetzt keinen mehr gerade. Ja, den musst du halt abholen an der Bank. Noch kannst du ihn immer setzen. Na gut, fahren wir erstmal wieder Aufzug. So. Ach, der fährt, da darf ich keinen Stockwerk auswählen. Interessant, interessant. Mal schauen, was uns erwartet. Auf der nächsten Station. Pisten. Oha, oha. Das ist unser Shuttle, oder? Mit dem wir angekommen sind. Ach nee, das ist der Bahndienst. Ah, ich wollte es gerade sagen. Ja, kein Wunder, dass der blockiert ist. Oh, die Nachricht. Hey, Commander. Bist du da? Wenn es um die Cryokisten geht, dann vergiss es. Cryokisten? Das sind Särge, Deeds. Die frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Was soll das? Du weißt, ich darf nicht drüber reden. Valerie, du schuldest mir was. Schon vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als du. Diese Ausgrabungsteams schicken sie in dieses gottverlassene Loch und... Naja, wenn sie zurückkommen, dann... Dann stimmt da was nicht. Verstau sie einfach irgendwie, okay? Mahat sitzt mir übel im Nacken. Okay. Aber das wird nicht gut enden. Denk an meine Worte. Aha. Denk an seine Worte. So kriegst du auf die Fresse. Überleg grad, kann ich irgendwas in den Safe legen? Die ganzen einfachen Medipacks kann ich eigentlich in den Safe legen. Nee, ich behalte die Medipacks lieber. Oh, mein Bot hat mir Sachen gebracht, sehr schön. Ich finde die Atmosphäre okay. Einfach. Ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Fracht auf den Schienen vergessen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Oh, wir transportieren das mal ab. Achso, du musst mir helfen. Hallo, da ist jemand an mir. Ja, ich weiß, ich kann nicht so schnell auf einmal auf die Seite wechseln. Oh, alles klar. Wie soll das funktionieren? Bis Zeit. Langsam wird's ganz schön viel. Willst du mal helfen, was? Ja, kann ich nicht. Ich kann aber nicht raus. F. B. Ich weiß nicht, wie es geht. Warte mal, wie sehen wir das jetzt mal? Geht auch nicht.
bin tot. Nee, du bist tot. Vor mir bist du sogar noch verrenkt. Das wird, du bist jetzt an das Ding dran. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Oh, guck mal hier, eine Audio-Nachricht. Ja, das hatte ich gerade schon aktiviert. Ich weiß. Okay, ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Bist du schon dran an dem Ding? Nee. Oh, was ist das hier? Kompaktes, gerichtetes Ejektionsfeld. Das ist doch das, was wir von unserer Standardwaffe haben. Warte mal, das klaue ich mir mal noch. Benutzen. Ne, entfernen. Ich muss nochmal an die Bank, damit er meinen Roboter und mein. Das hat er nämlich auch nicht gespeichert. Dann okay. Dann können wir das machen. Da kommt immer sehr viel an, ne? Ja, oder meinst du, du packst es besser als ich, weil du hast eigentlich die besseren Waffen als ich, ne? Ja, du kannst es auch schaffen. Ja, ne? Ich glaube, ich bin der bessere Schütze. Ich komme von links und von rechts als Info. So, ich habe nochmal meine Schrotflinte upgraded, mehr Schaden und eine schnellere Nachladezeit. Als wäre es ein Plan gewesen. Oh, was dann ist das hier? Fang ich. Ja, jetzt darfst du anfangen. Dann fangen wir mal an hier. Kein Problem, Moment, dauert ein bisschen. Wieso steht der? Kriegt Arsch nicht. Fuck! Ich bin tot. What the fuck? Und wie assi ich gestorben bin. Der hat mich voll zerrissen. Der hat meinen Arm abgehackt. Sowas. Ey, was ist denn das für eine Assi-Mission? Also mit meinen Waffen packe ich das nicht, die sind zu langsam. Ich muss da nachladen und das kannst du dir abschminken. Na, du musst mit der linken Maustaste und WASD den Kram zusammensetzen. Passend. Damit wir mit der mittleren Maustaste zusammenfinden. Ja, aber was heißt denn passend? Na, Kante an Kante, jetzt zum Beispiel, was weiß ich, du hast da einen Block, der Rechtecken, wie soll ich das jetzt sagen, wie so ein L geformt ist und der andere ist auch wie ein L geformt, nur auf der anderen Seite. Und dann packst du diese zusammen, dass das passt, von der Form. Hab ich gemacht, aber mit linker, rechter Maustaste und mittlerer Maustaste, ne? Genau, und ja, genau. Also mit WASD muss ich das machen. Ja, mit WASD geht's auch, aber kannst auch rechte und linke Maustaste benutzen. Dann probiere ich das nochmal, weil ich habe das habe ich irgendwie nicht geblickt, keine Ahnung. Dann probiere ich jetzt nochmal, ich gehe ran, ja? Ja, nochmal. Ja, danke.
So, den dritten habe ich. Keine Ahnung, warum ich das früher nicht gesehen habe. Noch drei Stück. Jetzt checkt es gerade nicht. Also, den haben wir auch. Zwei Stück. Das ist der letzte. Ich hab den letzten. Alter, was hier rumliegt. Hier liegt eine Menge. Achtung! Frachtfehler in Bucht 4. Isolierungsstörung registriert. Biologische Anomalien vorhanden. Bitte Vorsicht walten lassen. Biologische Anomalien? Ich bin ja fast tot. Hindernis beseitigt. Normaler Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Ja, sehr schön. Dann ist die Bahn wieder funktionsfähig, nicht mehr verspätet. Da ist noch irgendwas da oben. Kommt noch mehr, generell. Da oben ist noch einer. Eigentlich auch Stase benutzt, das hätte ich auch mal machen können, das vergesse ich immer. Ich hab's nicht benutzt, ich hab stumpf geschossen. Ja, hätte man, das hätte wahrscheinlich viel gebracht, aber das vergisst man immer so schnell, ne? Ja, das stimmt wohl. Jetzt gehe ich nochmal kurz hier ran, warte mal kurz. Weiß nicht, ob ich da noch was machen kann. Mal kurz Luki Luki machen. Kompaktes, gerichtetes Erektionsfeld. Erektionsfeld. Kompaktes, gerichtetes Erektionsfeld. Passt ja alles zusammen. Gerichtet, ne? Kompakt. Nee, komm, da geht grad nichts. Sonst würde da ein neu stehen. Achso, ich will mal gucken, ob ich kann ja mein Ding setzen. Dann setz mal dein Ding. Mach ich. Ah ne, ich kann es scheinbar doch nicht setzen. So, müssen wir hier runter, oder was? Ah, wir müssen noch wieder. Wow. Direkt in die... Direkt. Bäm in die Fresse rein. Das war eine Reaktion, ey. Geil. Guck, boom. Wow. Ja, jetzt geht's auf. Was war das? Bisschen seltsam war jetzt der Aufprall, oder? Danke, Edwards. Könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Hey, Tag? Bist du da? Oh, leck mich, Sam! Mein Job war es, eure Ärsche hierher zu fliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist, Tucker. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Säcken, Sam. Lass dir von Sikowski bei deiner Monsterfarm helfen. Der kleine Arschkriecher wird alles tun, um den Commander zu beeindrucken. Diese Mission ist ein Gruppending, Tucker. Und irgendwann wirst auch du mal was fürs Team machen müssen. Irgendwann, Sam. Aber nicht heute. Weißt du Bescheid? Ja, immer diese Teamplayer, ne? Ja, echt wahr, ne? Ohne die wird hier gar nichts gehen. Denken Sie an Ihr Chinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Lass mich wieder aufzeichnen. Ah.
Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann die Kinose kriegen, auf Leichen heraufziehen und sie zurückschicken. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Ja, das wissen wir ja schon. Ah, guck mal, ein Artefakt hier. Hast du mir ja schon verraten, diesen Trick? Ja. Ich hab mir ja mehr, der wird auch schon selber entdeckt. Ich glaube, wir haben schon jetzt natürlich nicht gewollt. Noch nicht ganz, aber. Das kann ich hier nicht vorbei. Das ist so ein Bug. Ich komme gar nicht vorbei. Jetzt? Ja. Bist du jetzt vorbei? Nein. Unsichtbarer Wand. Wie stumm. Jetzt? Ja. Oh, war jetzt. Komisch. Strange! Zuschauer, strange. Wie viele Minuten haben wir denn? Ich weiß nicht, wann haben wir denn angefangen? Ich dachte. Wir sind bei knapp 20 Minuten, 18 Minuten. Ah ne, wir sind bei 16 Minuten 53. Man kriegt das sogar angezeigt. Sehe ich gerade. Na, ich hab's bei mir ausgestellt. Die Anzeige. So, wir sind schon wieder hier in der Lagerhalle und da waren wir schon, ne? Ein Medipack. Müssen wir hier runter überhaupt? Jawohl. Geh mal voran. Voran. Er hat seinen Arm raus. Und dann auch. Ich sag dazu nicht. Scheiße! Das Vieh regeneriert sich! Wie willst du es dann umbringen? Werde ich nicht! Lauf! Ja, wohin? Immer weg von dem. Ich muss den Typen erstmal erschießen. Komm hoch, komm hoch. Achso, Entschuldigung. Ah, der hat mich noch. Der geht zurück. Der ist zurückgegangen eben. Der kommt bestimmt wieder. Na, jetzt kommt er aber. Was? Ich krieg gerade ein bisschen Panik. Mach Zug.
Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. War das jetzt optionales Missionsziel, ja? Genau. Kommandoturm. Ist aber noch gar nicht aufgeführt. So, aber jetzt sind wir bei 21 Minuten und 10 Sekunden. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge, liebe Zuschauer. Diese leicht stressige Situation haben wir hinter uns gebracht. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.